Kreisung hin, bin ich es gewohnt, wie sagt man, sich duzt. Das heißt also, wenn jemand im Raum ist, der die Höflichkeitsform vorzieht, meinetwegen weil er vom Journalistischen oder so vielleicht auch noch was macht oder so, dann soll er das sagen, ansonsten wird hier gnadenlos jeder freundlich geduzt, okay? So, das ist das eine, was ich sagen wollte. Wenn gleich nach der Rede verschiedene Meldungen kommen, bitte mir nicht zu verargen, wenn ich oft sage du, 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 oder mit Schwarz oder mit Rot, weil ich nicht jeden Vornamen also so flüssig beisammen habe. Letztes, ich habe was mitgebracht. Dieses Gerät habe ich nicht mitgebracht, weil ich dachte, hier würde ein Aufruhr gewaltiger Art herrschen und man muss sich also irgendwie mindestens mechanisch verstärken, sondern es hat einen anderen Grund. Auf dieser Glocke steht ein Name, Gorch Fock. Gorch Fock dürfte vielen bekannt sein, als Segelschulschiff der deutschen Marine. Und ein Ding, das an Segelschulschiff der Marine erinnert, und bei einer Friedensveranstaltung, das ist ein Stück Konversion zum friedlichen Zusammensein. Deshalb habe ich es mitgebracht. Und jetzt bist du dran. Ja, das finde ich immer ein gutes Beispiel für Konversion und am Anfang davon, weil es gibt ja noch ganz viel Verändern in dem Bereich, aber das ist ja noch das Thema. Ne? 1. September ist ja jetzt schon ganz oft gesagt worden, der 1. September ist der Antikriegstag, wird in Deutschland als Antikriegstag begangen, in Erinnerung an den 1. September 1939, als die deutsche Wehrmacht Polen überfallen hat. Gibt da noch oft so Rückblendungen, höre ich auch von älteren Kolleginnen, diese Durchsage von Hitler ab, ich weiß nicht mehr, 0 Uhr sonst was, wird zurückgeschossen, ne? Wo sie den Polen angeblich genau gesagt hätten, die hätten Deutschland angegriffen und es war genau umgedreht, das wissen wir. Im Verlauf dieses Krieges wurden 60 Millionen Menschen getötet. Das ist eine unvorstellbare große Zahl. Unheimliches Leid und Elend hat es über ganz Europa gebracht. Darunter waren 6 Millionen Juden und über 20 Millionen Einwohnerinnen der ehemaligen Sowjetunion, die wirklich den größten Blutzoll in diesem Krieg gebracht hat. Der Zweite Weltkrieg ist nicht einfach, wie manchmal gesagt wird, einfach ausgebrochen, heißt so einfach, ne? Brach aus. Sondern der war gewollt, war systematisch und generalstabsmäßig vorbereitet und es gab, wie in allen Kriegen, Interessen auf Seiten der großen Industrie, der Banken, der Handelshäuser. Es war auch der Zweite Weltkrieg ein Krieg um Ressourcen, ein Krieg um Einflusssphären, ein Krieg um die Macht in Europa und auch Asien. Eine Lehre aufgrund dieser großen Anzahl von Opfern nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Das haben die Menschen in Deutschland, in Europa und auf der ganzen Welt gesagt. Und vor allen Dingen sollte nie wieder Krieg von Deutschland ausgehen. Weil Deutschland hat ja nicht nur den Zweiten Weltkrieg angezettelt gehabt, sondern auch bereits den Ersten. Inzwischen sind deutsche Soldatinnen und Soldaten wieder auf der ganzen Welt in ganz vielen Kriegsgebieten. Im Einsatz, es fiel schon der völkerrechtswidrige Krieg gegen Jugoslawien 1999, an dem Deutschland beteiligt war, der von Rot-Grün mit angezettelt wurde, wo Rot-Grün erstmalig im Grunde eine deutsche Kriegsbeteiligung nach dem Zweiten Weltkrieg wieder mit instrumentalisiert hat. Und er gipfelt eigentlich zurzeit, neben vielen anderen Kriegsschauplätzen, in der Unterstützung des US-Krieges gegen den angeblichen Terror in Afghanistan. Da sind zurzeit rund 5000 deutsche Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Dieser Krieg in Afghanistan dauert inzwischen 11 Jahre, länger als der Zweite Weltkrieg gedauert hat. Und begonnen hat er mit dem angeblichen Recht auf Selbstverteidigung, das die USA nach dem Angriff auf das World Trade Center für sich in Anspruch genommen hat, und die deutsche Beteiligung wurde mit dem NATO-Bündnisfall begründet. Also über beides, ich will das jetzt gar nicht so ausführen, könnte man noch viel diskutieren. Wann ist das Recht auf Selbstverteidigung da? Ist die USA kriegerisch angegriffen worden? Kriegerisch von Afghanistan? Gab es das Recht auf Selbstverteidigung in Afghanistan? Und ist dann der Bündnisfall, weil ein Land der NATO angegriffen wurde, eingetreten für Deutschland und andere NATO-Länder, die ja inzwischen auch alle in Afghanistan kämpfen. Ich würde deshalb kurz gerne ein bisschen was zum NATO-Bündnis sagen.
Grunde es nie war, von Anfang an nicht. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, habe ich eben schon gesagt, war man in Europa der Ansicht, dass es nie wieder Krieg geben dürfe. Und es gab eine internationale Nachkriegsordnung, die entsprechend gestaltet wurde mit der Charta der Vereinten Nationen. Und in der Charta der Vereinten Nationen ist A, das Gewaltverbot, also das Verbot von Krieg und Gewalt, festgelegt, die Garantie der souveränen Gleichheit und territorialen Integrität der Staaten sowie das Prinzip der Nichteinmischung in die Angelegenheiten fremder Staaten. Da könnte man auch bei vielen heutigen Kriegen nochmal drüber reden, wie das eigentlich mit der Einmischung und Nichteinmischung ist. Und das ist in der Charta der Vereinten Nationen festgelegt, während die NATO 1949 gegründet wurde und im Grunde von Anfang an eher im Gegensatz zur Charta der Vereinten Nationen stand und von Anfang an ein aggressives militärpolitisches Signal gegenüber der Sowjetunion war. Sie wurde immer begründet mit der angeblichen Gefahr des Kommunismus. Also viele sagten auch nach Ende des Zweiten Weltkrieges, so kalte Krieger, die wollten eigentlich USA und viele andere sofort wieder gegen die Sowjetunion marschieren, um zu verhindern, dass dort eine andere Gesellschaftsordnung aufgebaut werden konnte. Also es ging von Anfang an darum, um die Absicherung westlicher Politik, westlicher Wirtschaftsordnung und mit militärischer Stärke sozusagen eine Alternative zum Kapitalismus zu verhindern. Deutschland hatte in seinem Grundgesetz nach dem Zweiten Weltkrieg festgelegt, dass es neutral sein wolle, sich nie wieder an kriegerischen Handlungen beteiligen wolle, auch keine eigene Armee wieder aufbauen wolle. Das wurde 1955 von Adenauer über den Haufen geworfen, weil mit zusammen mit dem NATO-Beitrag, also Adenauer ist mit Deutschland der NATO beigetreten und Bestandteil dieses Beitritts war die Wiederaufrüstung und die Wiederbewaffnung und die Gründung der Bundeswehr. Das Grundgesetz wurde dann seinerzeit geändert, weil die Neutralität ja nicht mehr da war. Und es wurde dann aber aufgenommen, weil es eine sehr starke Bewegung in Deutschland gegen die Wiederbewaffnung gab. Also die Menschen, die eigentlich gesagt haben, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg, die wollten auch keine Bundeswehr, keine Armee, wurde ins Grundgesetz eingefügt, dass diese Bundeswehr nur zu reinen Verteidigungszwecken da sei. Nach dem Beitritt Deutschlands zur NATO waren eigentlich auch die Möglichkeiten zu einem Friedensvertrag, der Wiedervereinigung Deutschlands vertan. Im selben Jahr wurde dann der Warschauer Vertrag gegründet. Also man kann sagen, dass mit der Aufstellung oder Gründung der NATO die Teilung Deutschlands, die Teilung Europas zementiert wurde und wir damit ja bis Ende der 80er Jahre den sogenannten Kalten Krieg hatten. Das alles führte zu militärischer Aufrüstung und einer wirklichen Eskalation dieser sogenannten Blöcke. Offiziell ging es also immer um Abschreckung gegenüber der Sowjetunion. Faktisch bedeutet es eine massive Aufrüstung auf beiden Seiten. Ich habe vorhin schon gesagt, der NATO-Doppelbeschluss, das war so wirklich eine besondere Eskalation, wo es darum ging, atomare Mittelstreckenraketen hier in Deutschland zu stationieren, die das Ziel haben sollten, also im Falle eines Angriffs gegen die Sowjetunion einen sogenannten atomaren Angriff zu ermöglichen. Und ich denke schon, dass wir damals kurz vor einer atomaren Katastrophe hier in Europa gestanden haben. Darum haben auch so viele Menschen in Deutschland und in Europa gegen diesen Doppelbeschluss demonstriert. Es war eine der größten Demonstrationen in Bonn, damals auf dem Hofgarten, diese Demonstration gegen den NATO-Doppelbeschluss. Die wurde ja auch erst verzögert. Schmidt hat es dann ja nicht mehr durchgezogen, aber anschließend Kohl dann doch noch. Man kann also sagen, dass ein wesentliches Ergebnis der Geschichte der NATO und des sogenannten Kalten Krieges eine gigantische nukleare und konventionelle Hochrüstung beider Blöcke war und dass das den Volkswirtschaften auf beiden Seiten gigantische Mittel entzogen hat, die eigentlich schon immer notwendig gewesen wären zur Lösung dringender Menschheitsprobleme wie Hunger und Armut und zum Aufbau vielleicht einer sozialistischen Gesellschaft, wenn nicht so viel Geld in Rüstung gesteckt werden musste, hätte es da vielleicht auch andere Möglichkeiten gegeben, obwohl bei der Bedrohung, die durch den Westen bestanden hat, also ist das im Nachhinein auch alles sehr schwierig jetzt so zu sagen, will ich auch jetzt gar nicht diskutieren, ich diskutiere ja eher jetzt über die Kriegsgefahr. Jetzt kann man ja sagen, nach 1990, Auflösung der UdSSR und des Warschauer Vertrages, der Block war, oder das hat man später gesagt, die haben eigentlich Warschauer Vertrag gesagt, die UdSSR, später hat man Warschauer Pakt gesagt. Aber egal, genau, war der NATO und
im Westen eigentlich der Gegner abhandengekommen. In den 90er Jahren hat Kohl auch gesagt, wir sind nur noch von Freunden umgeben. Also alle, ich denke gerade in der Friedensbewegung, viele von uns haben gedacht, jetzt ist Schluss mit der Aufrüstung, mit den kriegerischen Angriffen. Jetzt ist Frieden auf der Welt, weil die Blockkonfrontation ist ja beendet. Jetzt können wir uns endlich anderen Dingen zuwenden. Die NATO hatte auch ein ziemliches Legitimitätsproblem, weil der Warschau-Vertrag oder Pakt sich ja aufgelöst hatte. Aber das haben die ziemlich schnell gelöst und haben bereits im November 1991 ein neues strategisches Konzept beschlossen, in dem sie neue Feindbilder etabliert haben, also Flüchtlinge, die nach Europa und in die USA wollen, aus Afrika und so, wir kennen das alles zwischen Frontex, die Abregelung Europas, Terroristen, Energieknappheit, Zugang zu Ressourcen, also das ist dann auch offiziell in den NATO-Vertrag reingeschrieben worden und gesagt worden, deshalb müsse die NATO weiter bestehen mit all ihren Waffen und weiter hochgerüstet sein, um den Zugang zu Ressourcen und Energie in Zukunft auch weiter sicherzustellen. 1999 wurde das strategische Konzept nochmal, also die haben es häufiger geändert und da haben sie sich dann auch ein Mandat für Angriffskriege, vorher hieß es ja immer, die NATO ist eigentlich nur ein Verteidigungsbündnis und reagiert nur, wenn sie sich angegriffen fühlt. Das hatten sie ja auch schon in Jugoslawien geändert. Also Jugoslawien hat ja niemanden angegriffen, sondern in Jugoslawien haben sie so ohne UN-Beschluss und gegen geltendes Völkerrecht beschlossen, einzugreifen und sozusagen Jugoslawien zu bombardieren. Und daraufhin haben sie dann auch noch die NATO, das strategische Konzept, entsprechend geändert, damit es auch da drin stand, im Nachhinein der Rechtfertigung. Aber ich denke, gegen das Völkerrecht ist es trotzdem gerichtet gewesen. Der Krieg gegen Jugoslawien war der erste Krieg, der mit humanitären Gründen begründet wurde, wo es auch der Begriff nie wieder Faschismus umgekehrt wurde, mit der Begründung, es bestände in Jugoslawien die Gefahr eines faschistischen Entwicklung, es gäbe Lager, also alle diese Lügen, vielleicht habt einige von euch die Erinnerung, waren eine Begründung für diesen Krieg, also nie wieder Faschismus wurde benutzt, um Krieg zu führen, obwohl es umgedreht gemeint war. Es ist immer in Kombination gewesen, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg und nicht Faschismus durch Krieg verhindert. Aber das ist in Jugoslawien völlig verkehrt werden und das ging dann weiter mit dem Krieg in Afghanistan. Ich habe da vorhin schon gesagt, der angeblich gegen den Terrorismus in Afghanistan, gegen Al-Qaida hieß es erst, später die Taliban, später ging es doch um Rohstoffe, haben sie dann mal zugegeben. Aber es gab Begründungen, die neue waren. Und der Irakkrieg war der erste Krieg, wo es angeblich darum ging, die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu verhindern. Auch darüber wissen wir heute, dass das Lügen waren, aber es gab immer neue Begründungen, weshalb man Kriege führen müsste und in andere Länder einfallen müsste. In diesem Jahr im Sommer, im Mai, hat es wieder einen NATO-Gipfel gegeben in Chicago. Da bin ich dabei gewesen, allerdings nicht auf dem NATO-Gipfel, sondern auf dem Gegengipfel der Friedensbewegung und habe mich an den Protesten gegen die NATO-Aufrüstung beteiligt. Aber natürlich auch verfolgt, was sie da beschlossen haben. Und sie haben zum einen beschlossen, den Start eines Raketenabwehrsystems. Mich erinnert das immer so ein bisschen an den NATO-Doppelbeschluss, obwohl es auch wieder ein ganz anderes System ist. Aber er richtet sich jetzt nicht gegen die Sowjetunion, aber immer noch gegen Russland und gegen den Osten und vielleicht auch China und Indien. Es wurde beschlossen, eine engere Kooperation bei Rüstungsgeschäften. Und in den Medien hieß es, die NATO erfindet sich neu. Also nachdem sie sich Anfang der 90er Jahre schon mal neu erfunden hat, erfindet sie sich angeblich jetzt nochmal neu. Sie stellt nämlich den Weg hin auf intelligente Verteidigung. Also bleiben immer noch dabei, dass es angeblich ein Verteidigungsbündnis ist. Und das hängt unter anderem damit zusammen, dass sowohl den USA als auch den europäischen Bündnispartnern in der NATO langsam das Geld ausgeht für diese massive Ausrüstung, die sie seit Beginn des Krieges in Afghanistan betrieben haben. Seit Beginn des Krieges in Afghanistan sind nämlich die weltweiten Rüstungsausgaben haben sich verdoppelt auf 1.600 Milliarden US-Dollar. Das ist eine unvorstellbare Summe, die Jahr für Jahr für Waffen und Krieg und Rüstung ausgegeben werden. Und aufgrund in den USA muss man
man sich auch, das habe ich auch erst in Chicago erfahren, werden 60% des Haushalts für Krieg und Rüstung ausgegeben. Und ein großes Thema bei den Demonstrationen und Protesten dagegen, was man hier auch kaum mitkriegt, war wirklich, also was wir zwar auch vorhin schon gesagt haben, ne, für Frieden und soziale Gerechtigkeit, weil das Geld, was für Krieg und Rüstung ausgegeben wird, das fehlt ja. Wie viele Millionen Amerikaner keine Krankenversicherung haben. Also wirklich, wir brauchen wirklich eine Gesundheitsversorgung statt NATO, statt Krieg. Hier kriegt man das gar nicht mit. Hier kriegt man immer nur mit Obamas Versuche oder auch Clintons für eine Einführung einer gesetzlichen Krankenversicherung. Die werden gar nicht gewollt. Die US-Amerikaner lieben ihre Freiheit. Das stimmt überhaupt nicht. Große Mengen, klar, die da betroffen sind, die keine Gesundheitsversorgung haben, die sagen natürlich, das Geld, das soll nicht für Rüstung, sondern für Gesundheit, für soziale Gerechtigkeit, für eine arbeitslosen Sozialversicherung ausgegeben werden. Also das war ein ganz massives Thema. Trotzdem hat die USA ja nicht vor, an Rüstung zu sparen, aber auf dieser NATO-Konferenz war schon aufgrund dieser Krisen der Gelder, die sie eben nicht in Soziale geben, aber zurzeit in die Rettung der Banken weltweit, die Staatsverschuldung steigt überall, haben sie bestimmtes Problem und da haben sie sich überlegt, dass sie in Zeiten knapper Kassen und mangelnder Aufrüstungsbereitschaft, gerade auch in Europa, etwas Neues einfällt, das nennt sich Smart Defense, intelligente Verteidigung. Und das heißt, dass die bisherige Doppelentwicklung von Waffen, also jedes Land entwickelt ja seine eigenen Waffensysteme und wenn einer es hat, dann muss das andere Land es auch haben, weil die alle mithalten müssen, im Falle eines Falles die gleichen Waffen zu haben, um zurückzukommen, haben sich also entschieden, 20 multinationale Aufrüstungsvorhaben zur Verbesserung der zukünftigen Interventionsfähigkeit der NATO trotz allgemeinen Spargebots als gemeinsame Rüstungsentwicklung auf den Weg zu bringen. Also sie rüsten weiter, aber sie wollen das Ganze ein bisschen sparsamer machen, indem alle NATO-Mitglieder gemeinsam neue Rüstungsprojekte entwickeln. Das nennt sich dann Smart Defense. Also das ist dann die NATO erfindet sich neu. Das zweite ist dieses sogenannte Raketenabwehrschild. Auch dazu gab es lange Entwicklungen schon in den USA und auch in Europa. Da sind schon Milliarden versenkt worden in die Entwicklung. Keiner weiß, wie das richtig funktionieren soll. Aber trotzdem haben sie beschlossen, dass es jetzt als gemeinsames Raketenabwehrschild von NATO und USA errichtet werden soll in Europa. Angeblich richtet es sich gegen einen möglichen Atombombenangriff des Irans. Aber so wie die Dinge aufgestellt werden, richtet es sich wirklich gegen Russland und gegen Asien. Und deshalb hat sich Russland auch zu Recht dagegen verwahrt. Es gab angeblich mal Gespräche, das doch gemeinsam zu machen, weil wenn es ja gegen einen anderen Gegner ist, könnte man das ja, aber es ist gerade von den USA und der NATO auch abgelehnt worden. Also dieses System ist also jetzt beschlossen worden. Es soll Bevölkerung, Territorium und Streitkräfte in Europa gegen ballistische Raketenangriffe wollen, wo auch immer, schützen. Es ist aber eben reicht weit in russisches Territorium und könnte die nukleare Zweitschlagkapazität Russlands zumindest teilweise neutralisieren. Also es ist also eher ein potenzielles Raketenangriffssystem. Das größte Problem ist aber eigentlich, dass das technisch völlig unzulänglich ist, dass keiner weiß, wie es überhaupt funktionieren soll, aber es werden weitere Milliarden versenkt und keiner weiß, wie hoch die Kosten wirklich sein werden. Und dazu kommt, ich habe gerade noch wieder einen Artikel gelesen von einem Wissenschaftler, der auch sagt, das kann eigentlich gar nicht funktionieren, wo es so konstruiert ist, dass aber auf der anderen Seite Russland, Indien, China ihrerseits natürlich jetzt Pläne entwickeln, um das Ganze zu unterlaufen, Gegenangriffe aufzubauen. Also es ist eine neue Aufrüstungsspirale, der wird Tür und Tor geöffnet, die wir eigentlich in den 80er Jahren mal hatten, wo wir alle gedacht haben, die wäre jetzt beendet. Ein weiteres Thema auf dem NATO-Gipfel, bin ich doch schon zu lang? Nö, nee. Ich habe nur gekratzt, ich habe mir auf die Uhr geguckt, das war nicht der Ton. War eine Deklaration zu Afghanistan. Der Krieg in Afghanistan beschäftigt die NATO ja lange. Es ist im Grunde, auch wenn die USA angefangen haben, inzwischen ein NATO-Krieg. Lange hieß es immer, die Zukunft der NATO hängt davon ab, in Afghanistan den Krieg zu gewinnen. Inzwischen geben alle Experten zu, dass dieser Krieg nicht zu gewinnen ist. Sie versuchen nur noch ohne allzu viel Gesichtsverlust abzuziehen. Sie haben eine eigene Deklaration dazu verabschiedet, die heißt Chicago Summit Declaration of Afghanistan. Und dort wird nochmal der Erfolg gefeiert.
festgelegt, dass sie bei dem angekündigten Abzug bis 2014 bleiben. Aber es wird auch festgelegt, wie es danach weitergeht, nämlich wie sie die Besatzung in Afghanistan mit US-Basen und Soldaten natürlich auch weiterhin sichern wollen. Die werden das nicht aufgeben. Afghanistan ist für sie in der Geostrategie unheimlich wichtig. Da muss man sich einfach die Landkarte angucken. Daneben liegt der Iran, eines der reichsten Ölländer der Welt, nördlich von Afghanistan, die zentralasiatischen Republiken, riesige letzte Vorkommen an Öl und Gas und sonstigen Rohstoffen. Afghanistan war schon immer gedacht als Durchlaufgebiet für eine Pipeline, um sozusagen die Rohstoffe aus Zentralasien gen Süden abzuführen, unter Umgehung der Pipelines, die alle durch Russland verlaufen. Man möchte also diese Geschäfte ohne Russland machen, weil die natürlich sonst für die Durchleitung Gelder machen. Andererseits muss man ja sagen, 11 Jahre Krieg, 11 Jahre keine Chance, diese Pipeline zu bauen. Also sie haben da immer große Ziele, aber sie erreichen sie im Grunde auch nicht mit kriegerischen Mitteln. Und sie ziehen jetzt ab, weil dieser Krieg eben nicht zu gewinnen ist, weil die Übergriffe der Aufständischen zunehmen. Es ist längst kein Krieg mehr von Al-Qaida. Von Al-Qaida ist auch gar nicht mehr die Rede. Das war ja damals mal der Anfang. Taliban wird immer wieder gesagt, das müsse man verhindern, dass sie wieder an die Macht kommen. Aber die kämpfenden Gruppen in Afghanistan, das sind ganz viele verschiedene Graswurzelgruppen, wird selbst von US-wissenschaftlichen Studien gesagt, die einfach keinen Krieg wollen, die ein Ende der Besatzung wollen, die nicht wollen, dass immer mehr Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan Krieg führen, weil immer mehr Soldaten ja nicht zu Sicherheit und Frieden führen, sondern zu immer mehr Krieg, zu immer mehr Toten, zu immer mehr Zerstörung, zu immer mehr Bombardierung. Es ist schon ähnlich, wenn es auch nicht diese Masse an Toten sind wie im Zweiten Weltkrieg, aber dieses Land ist zerstört nach so vielen Jahren Krieg. Sie haben also jetzt vor, angeblich die sogenannte Sicherheitsverantwortung, heißt das dann immer, an afghanische Sicherheitskräfte zu übergeben. Sie bilden also massiv afghanische Soldaten, afghanische Polizei aus. Die sollen dann den Krieg im Grunde fortsetzen für die NATO, die Besatzung sichern, damit sie weiter den Zugriff auf dieses Land haben. Es waren mal Pläne von 340.000 afghanischer Sicherheitskräfte, die ausgebildet werden sollten. Das haben sie jetzt reduziert, weil das nicht machbar, auch nicht finanzierbar ist. Dazu komme ich da auch nochmal, kommt, gibt es eine Vereinbarung. Und dann soll eben die NATO-Zahl von derzeit 130.000 Soldaten auf 10.000 bis 30.000 reduziert worden. Also diese 10.000 bis 30.000 ist überhaupt nicht festgelegt, die sollen halt die Besatzung für den Westen weiterhin sichern. Man muss sich jetzt nochmal angucken, 30.000, 2006 hat die USA ja schon mal erklärt, die Taliban seien besiegt und man müsse jetzt, damals wurde Karzai dann installiert als Marionettenregierung der USA, man müsse dem Land beim Wiederaufbau helfen, es hieß ja auch lange, da wird kein Krieg geführt, sondern das ist nur Wiederaufbauhilfe, um die Karzai-Regierung da zu sichern und zu verhindern, dass die Taliban wieder an die Macht kommen. Also zu dem Zeitpunkt waren noch 31.000 Soldatinnen und Soldaten im Land. Und der Obama, der ja schon den Friedensnobelpreis gekriegt hat, wurde aufgestockt auf 130.000. Hat ja angeblich den Krieg im Irak beendet, weil er auch nicht gewonnenbar war. Hat die Soldaten dann nach Afghanistan geschickt, aufgestockt auf 130.000, gesagt, so jetzt müssen wir nochmal richtig Aufstandsbekämpfung machen und dann gewinnen wir und dann können wir abziehen. Abziehen tun sie jetzt, weil sie nicht gewinnen können, weil das eben mit mehr Soldaten zu mehr Krieg und zu mehr Unsicherheit führt und von wirklichem Abzug kann man eben trotzdem nicht reden. Sie wollen weiterhin Stützpunkte in Afghanistan behalten. Es gab vor kurzem die Meldung, dass Hillary Clinton in Afghanistan mit der Karzai-Regierung einen Vertrag abgeschlossen haben, dass Afghanistan jetzt aufrückt und ein Partner der USA ist. Im Grunde geht es aber darum, den Einfluss dauerhaft zu sichern. Und die afghanischen Soldatinnen und Soldaten, Polizisten, die da ausgebildet werden, die müssen irgendwie bezahlt werden. Afghanistan hat überhaupt kein Geld dafür. Die werden jetzt schon alle von der NATO bezahlt. Und ein Bestandteil des Abkommens in Chicago war die Finanzierung des afghanischen Sicherheitsapparates. Dafür werden zwischen 2015 und 2017 nach Auskunft des deutschen NATO-Botschafters Erdmann, mit dem hatte ich da gesprochen, 4,1 Milliarden Euro erforderlich. Die USA wollen davon 2 Milliarden tragen, die übrigen ISAF-Staaten
1,1 Milliarden, Deutschland will 450 Millionen dazu beitragen und den Rest soll Afghanistan bezahlen. Auch da ist völlig unklar, wie das gehen soll. Afghanistan hat also einen Haushalt von 1,5 Milliarden pro Jahr. Also wie die dann 500 Millionen dafür bezahlen sollen, ist völlig unvorstellbar, aber das ist die Vereinbarung, der auch Karzai zugestimmt hat. Gegen die Kriegspolitik gibt es zusehend Protest, ich habe das eben schon gesagt, gerade auch in Chicago gegen den NATO-Gipfel hat es Riesendemonstrationen gegeben, es hat einen Gegengipfel gegeben, der war unter dem Titel NATO Free Future for Peace and Economic Justice, also für Frieden und soziale Gerechtigkeit. Über 200 Friedensaktivistinnen aus der ganzen Welt haben da 2 Tage lang über Frieden und soziale Gerechtigkeit diskutiert und auf der Anti-NATO-Demonstration in Chicago haben 20.000 Menschen demonstriert, das hat man hier auch kaum mitbekommen. Es war wirklich die größte Anti-NATO-Demonstration in der Geschichte der USA und es war ein ganz großes Thema, Schluss mit dem Krieg in Afghanistan. Während ich bis vor kurzem gehört habe, also vor 2 Jahren auf dem Straßburger NATO-Gipfel von der amerikanischen Friedensbewegung, dass der Afghanistan-Krieg gar kein Thema war, dass es eine große Bewegung gegen den Krieg in Irak gab, weshalb Obama ja im Grunde auch die Truppen abziehen musste, weil in der US-Bevölkerung da gar kein Rückhalt mehr für war. Also ist jetzt die Forderung wirklich raus auf Afghanistan. Also die haben schon kapiert, dass das alles das Gleiche ist und nicht irgendwie im Irak ein ungerechter Krieg und in Afghanistan gerechter oder wie auch immer, das mal wieder versucht wird zu bezeichnen. Also das war ein großer Antikriegsdemo, No NATO, No War. Und was bezeichnend war, ich bin da zweimal ein bisschen hin und her gerissen, es hat eine große Gruppe von Kriegsveteranen auf dieser Demonstration mitdemonstriert, mit Jesse Jackson, der mal Präsidentschaftskandidat war. Und die haben zum Schluss der Demonstration also alle berichtet, wo sie an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen waren, haben sich entschuldigt dafür, dass sie an diesen Kriegen beteiligt waren und haben ihre Orden in Richtung NATO-Gipfel, die sie also Kriegsorden, die sie im Grunde für Heldentaten bekommen, muss man ja sehen, deshalb bin ich da so hin und her gerissen. Die haben alle im Krieg gekämpft, die haben alle die Kriege unterstützt, die USA, und sagen aber im Nachhinein, es war falsch und wir sind dafür, dass die NATO und die USA keine Kriege mehr führt, dass alle Kriege beendet werden. Und so was schon bezeichnet, also ein großes Zeichen eigentlich, dass es das gegeben hat. Auch das ist hier ja gar nicht berichtet worden. Also dass es sowas gibt und die haben da ihre Orden weggeworfen, ne, und haben gesagt, wir pfeifen drauf und hört endlich auf. Ich könnte jetzt noch was zu Syrien und Iran sagen. Ich würde jetzt wissen, wir können auch eher diskutieren, also weil es geht gegen alle Kriege dieser Welt. Es werden neue vorbereitet. Es wird, nachdem im letzten Jahr die NATO in Libyen das Gaddafi-Regime ja, mit ans Ende bombardiert hat, aber im Grunde um ihren Einfluss auch auf den Öl, auf das Öl in Libyen zu sichern, gibt es jetzt Kriegsdrohungen gegen Syrien. Es gibt da einen Bürgerkrieg, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber es gibt ja auch, hatte ich vorhin gesagt, das Verbot, in andere Länder sich einzumischen. Es wird sich massiv eingemischt. Diese angebliche Freie Syrische Armee, die ist keine Freie Syrische Armee, die aus der Opposition im Land entstanden ist, sondern die ist von außen aufgebaut worden. Von außen wird sie bewaffnet. Sie wird bewaffnet von den USA, von der Türkei, Saudi-Arabien, Katar, Bahrain, von diesen Ländern, die auch nicht demokratisch sind, genauso demokratisch oder weniger demokratisch als Syrien, wo es aber nicht heißt, man muss da Krieg führen, um Demokratie herbeizubomben. Aber Syrien ist halt ein Land, was nicht im westlichen Einflussgebiet ist und das möchten sie halt gerne schleifen, um als nächstes dann auch einen Krieg gegen den Iran anzetteln zu können. Also ich denke, ein Krieg gegen Syrien ist der Schritt, um auch gegen den Iran einen Krieg vorzubereiten. Und auch da gibt es Kriegsdrohungen von Israel und USA. Es heißt, auch aus mir im Unterausschuss Abrüstung gesagt worden, es ist nicht eine Frage, ob es einen Krieg gibt, sondern es wird gesagt, es ist nur noch wann. Genau. Ob vor der Wahl in den USA oder danach. Und die Drohungen nehmen massiv zu und beides würde wirklich, denke ich, zu einem Flächenbrand im Nahen und Mittleren Osten führen. Das wäre ein Krieg, der wirklich zu einem Weltkrieg eskalieren könnte. Und gerade deshalb würde ich sagen, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Und wir sagen Nein zu Krieg, sollte wirklich die Ausgangsbedingung für uns sein. Und das muss man auch.